Hi Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich mache heute mal wieder ein DIY und zwar ein DIY zu einer Hobbyhaus-Fliegenmaske. Das habt ihr euch ja gewünscht, ihr habt euch generell viele DIYs gewünscht und ich dachte, weil ich jetzt sowieso eine Fliegenmaske mache, dann kann ich euch doch mal zeigen, wie ich die mache. Und ja, ich würde sagen, ohne lange drum rum zu quatschen, ich fange jetzt einfach mal an. Ihr braucht einmal so einen Stoff. Ich habe jetzt zum Beispiel hier Fließstoff genommen. Der Schablone kann ich euch nicht so viel helfen. Ich kann euch ja mal kurz erklären, wie ich das gemacht habe, diese Schablone, und vielleicht auch ein paar Tipps geben. Also ihr braucht einmal diese drei Teile hier, wie ihr sehen könnt. Das ist einmal das Teil, wo die Ohren dann durchkommen und was halt da oben ist und alles verbindet. Da schneide ich auch ganz oft so ein Schopfstück rein, dann kann der Schopf rausschauen. Das zeige ich euch später nochmal. Dann ist hier ungefähr das Auge und hier geht halt dieses Teil runter. Und hier klappt ihr das quasi runter und könnt es halt zumachen. Und das ist eben das Teil, was auf der Nase ist. Ach, ich habe vergessen, ihr braucht auch noch Wolle. Dann könnt ihr hier nämlich noch so Teile später hinkleben, damit ihr diese Fransen machen könnt. Ihr braucht natürlich auch noch eine Schablone für die Ohren. Ich habe gerade schon alles, schon die Ohrenteile ausgeschnitten. Die sehen bei mir so aus. Die sind so ein bisschen schräg, auch wie ihr sehen könnt. Und davon habe ich mir eben schon 4 Stück ausgeschnitten. Die anderen Stücke, die schneide ich mir jetzt noch zusammen. Aber ich möchte es euch nämlich zeigen, weil es ist immer so ein bisschen anders. Da kann ich euch ja mal zeigen, wie es auf dem Pferd liegen soll. So, ich habe den Schopf nach hinten gemacht, weil wir werden ja später ein Loch machen. Das heißt, der Schopf wird dann ja später auch nicht drunter sein. Deswegen habe ich den jetzt mal weggeklappt gerade. Und ja, ich habe meine Schablone schon mal hier draufgelegt. Und hier kann man dann schon direkt sehen, es geht über die Ohren. Das heißt, ich mache hier ein bisschen kürzer, damit es halt hier oben ungefähr so lang verläuft, damit hier ungefähr so 1 Zentimeter nur ist. Und das schneide ich quasi weg. Und dann kann man auch sehen, dass diese Kurve hier, dass die viel zu weit unten ist. Also die muss ungefähr hier auf Maulwinkelhöhe sein. Das heißt, die muss ungefähr hier sein, diese Kurve. Das heißt, das muss ich dann hier auch nochmal kürzen und ein bisschen weiter nach oben machen. Und so sieht die Schablone angepasst aus. So sollte sie bei eurem Pferd dann ungefähr auch aussehen. Dann habe ich angefangen, die Teile erstmal mit dem Stift auf den Stoff zu zeichnen und dann schon auszuschneiden und der Jackie hat mir Gesellschaft geleistet. So sieht es dann zugeschnitten aus. Ich wollte euch sagen, dass es ja hier eigentlich so eckig war, aber ich wollte mal was probieren und zwar das so rund zu machen. Mal schauen, wie das da wird. Ich wollte ein bisschen rumprobieren. Als die Ohren fertig waren, habe ich dann schon das erste Seitenteil, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, dran genäht mit der Nähmaschine. Und da möchte ich euch aber sagen, ihr müsst es an euer Pferd dranlegen und schauen, wie es dann von der Länge her sein soll. Ihr könnt es zum Beispiel verschieden machen. Also einmal könnt ihr es so lang machen. Ihr könnt es aber auch weiter oben machen, damit es kürzer ist. Ihr müsst bei eurem Pferd dann einfach schauen, wie es am besten passt. So sah das dann aus, als ich beide Seiten dran genäht habe. Ihr müsst natürlich nicht dran nähen, ihr könnt es auch mit der Hand dran nähen oder ihr könnt es direkt kleben. Ich habe damals auch immer geklebt. Das funktioniert genauso gut. Und diese abstehenden Teile habe ich dann im nächsten Schritt dran geklebt. Als dann die Heißklebepistole schon warm war, habe ich mich dann auch entschieden, direkt die Ohren schon dran zu machen. Ihr könnt es auch nähen. Ich persönlich finde, dieser Stoff dehnt sich so und deswegen ist es halt irgendwie so unstabil, wenn man es näht. Deswegen habe ich mich auch hier wieder entschieden, das zu kleben. Denn so funktioniert es auch einfach besser. Da habe ich das Ohr einfach so durchgesteckt, wie ihr da sehen könnt, durch das Loch und dann einfach umgedreht und dann einfach festgeklebt. Ihr könnt natürlich hier im Video genau sehen, wie es funktioniert. Damit das Ohr da nicht verrutscht, habe ich es unten mit der Hand so ein bisschen fixiert, so ein bisschen alles in die Position gerückt und dann, wie ihr es gleich sehen könnt, schon angefangen zu kleben. Ich habe dann einfach immer stückweise ein bisschen Kleber dran gemacht, das festgeklebt, festgedrückt, kurz gewartet und dann wieder die nächste Stelle, bis ich einmal komplett drumherum war und das mit beiden Ohren. Dann habe ich das Nasenteil mit Klammern befestigt, um zu schauen, wie die Länge sein muss. Ich habe hier bei dem Pferd das Nasenteil ein bisschen dünner gemacht, da es bei diesem Pferd einfach besser so war. Ihr müsst da halt einfach schauen, wie breit ihr das Nasenteil macht. Das ist bei jedem individuell.
Ich habe mich dann dafür entschieden, noch ein bisschen weiter zu nähen, also nicht nur dieses Teil, sondern dann hoch zu nähen, weil ich dachte, das sieht vielleicht auch ganz schön aus. Das habe ich jetzt auch das erste Mal gemacht und ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen, oder? Dann habe ich mir dieses Fliegengitter-Dings da geholt, was ich mal vom Kiefernhof geschenkt bekommen habe. Also Dankeschön, Grüße gehen raus an dich. Und habe das mir dann zurechtgeschnitten. Ich nehme es immer doppelt. Ich finde, es sieht dann einfach nochmal besser aus. Hier kommt nochmal ein Tipp von mir. Klebt das Gitter nicht zu straff auf, sondern so ein bisschen lockerer, damit es dann nicht so eng auf dem Pferd dran liegt. Und genau, ich habe das hier jetzt hier nochmal ein bisschen zurechtgeschoben alles und dann habe ich angefangen zu kleben. Hier habe ich dann angefangen mit der Heißklebepistole festzukleben. Hierbei ist zu beachten, dass ihr das nicht zu sehr am Rand auftragt, den Kleber, sondern ein bisschen weiter weg, damit der durch dieses Verfließen und sowas, damit der nicht auf die sichtbare Stelle dann kommt, die man dann von außen sehen kann. Und es ist außerdem auch wichtig zu warten, bis die Heißklebepistole vollständig flüssig ist, damit es auch schön fließt und dann auch schön hält. Hier habe ich dann einmal, als der schon ein bisschen getrocknet war, nochmal drauf rumgedrückt. Er ist manchmal noch so ein bisschen biegbar quasi. Ich war hier schon ein bisschen zu spät. Einfach für mein Gewissen, damit ich weiß, es hält auch wirklich gut. Und habe dann auch nochmal nachkontrolliert und auch nochmal nachgeklebt, damit ich wirklich sicher gehen kann, dass alles gut hält. Dann habe ich dann, als die erste Seite draufgeklebt war, die zweite noch so draufgeklappt und dann auch nochmal festgeklebt. Irgendwie habe ich das vergessen zu filmen, keine Ahnung, aber ich glaube, das kriegt ihr hin, ohne dass ihr es seht. Nun kommt ein sehr wichtiger Schritt, damit eure Fliegenohren bzw. die Fliegenmaske auch die Form bekommt und sich eurem Pferdekopf anpasst. Und zwar müsst ihr zwischen den Ohren einen ca. 2 cm Schnitt reinmachen. Keine Angst, ihr werdet. Also ich würde es echt nicht rauslassen, diesen Schritt. Der ist schon echt wichtig, damit sich das wirklich an das Pferd dann auch anpasst. Also keine Angst, das wird schon. Und dann klappe ich das eben so um, wie ich es euch im Video zeige, und nähe das dann von unten fest. Einfach damit die Stelle so ein bisschen kürzer wird und somit kommt diese Form eben. Also es ist schon ein sehr wichtiger Schritt, den würde ich echt nicht rauslassen. So sollte das dann aussehen und ich habe dann wieder die Heißklebepistole genommen und das dann wieder zur Seite geklappt und festgeklebt. Hier könnt ihr dann sehen, dass es schon so die Form bekommen hat. Und jetzt, genau in dem Punkt, den ich euch gerade zeige, werde ich ein Loch reinschneiden für den Schopf. Denn den macht man ja bei echten Pferden, wenn er jetzt nicht so winzig ist, auch nicht durch. Aber dadurch, dass es ja ein Fjordi ist und der einen echt voluminösen Schopf hat, habe ich mich hier dafür entschieden. Das Loch, was ich da gemacht habe, war echt gar nicht so groß. Es war wirklich, dass da so mein Finger gerade so durchpasst. Aber auch diesen voluminösen Fjordi-Schopf, den kriege ich da durch. Dadurch, dass der Stoff so ein bisschen dehnbar ist. Dann habe ich beim Pferd geschaut, wo und wie lang dieses Klett sein muss und habe das dann zurechtgeschnitten und dann auch gleich dran genäht. Aber ich wollte euch unbedingt nochmal diese Nüstern zeigen im Detail. Ich finde es einfach so schön und ich freue mich einfach, dass ich sagen kann, ich habe es selbst gemacht. Seid ihr auch schon fertig? Oh mein Gott! Ich habe jetzt hier nochmal eine kleine Detailaufnahme für euch gemacht. Ich betone nochmal, der Stock beim Fjordi ist noch nicht dran. Und die Stehmähne, die muss ich noch machen. Ein Stehmähen-Tutorial und ein Fliegenohren-Tutorial habe ich euch ja schon gemacht. Das verlinke ich euch mal unten in der Infobox. Ich würde mich so freuen, wenn ihr da auch nochmal vorbeischaut. Und ja.
wollte noch sagen, dass ihr an dem Nasenteil von unten noch so Wollteile dran kleben könnt, damit es so wie Fliegenfransen quasi auch so aussieht. Das habe ich zum Beispiel bei Belle gemacht. Hier habe ich es jetzt aber gelassen, weil ich es ehrlich gesagt vergessen habe. Aber es gibt ja auch bei echten Pferden welche mit und welche ohne. Von daher ist es gar nicht so schlimm. Aber ich wollte euch nochmal die Idee mitgeben. Vielleicht könnt ihr das ja dann auch so machen. Und danke fürs Zuschauen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und ciao!